Kuckuck. Da ist er wieder. Mit der wahnsinnig sexy Lara Croft. Sie ist 16 Jahre alt. Hier bei Jack zockt Tomb Raider 5. Die Chronik. Ten von Lara Croft. Wir müssen jetzt den Sprung, den ich in der letzten Folge so waghalsig und super hinbekommen habe. Beim ersten Mal, aber nicht beim zweiten Mal. Nochmal machen. Und die da schmeißen mindestens keine Steine erstmal mehr auf Lara hier. Das ist schon mal eine ganze Menge wert. Woher auf die baumel ich jetzt erstmal aus und dann springen wir da rüber. Ja. Brecheisen haben wir einstecken. Ich muss da nochmal los. Ich muss da nochmal neu laden hier. Wegen Brecheisen. Au, 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 das war knapp. Zwischenspeichern. Genau deswegen. Mensch, spring doch mal! Ja. Mann, 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 Mann. Manchmal machst du Sachen, Lara, die gefallen mir überhaupt nicht. Ja, ich kann auch an so einer Kante zu speichern. Könnt ihr mal sehen. Wenigstens schmeißen die jetzt mich mit Steinen nach mir an. Aber irgendwie sind die putzig, ich weiß auch nicht warum. Na komm runter hier. Na. Jetzt. So. Jetzt sammeln wir natürlich erstmal das Medipäckchen ein. So. Das Ding ist endlich mal voll geladen. Ne, noch nicht ganz. Was warte mal. Herumspringen. Nun an der Seil. Ein weiter Sprung. Ach so. Nee. Das meinten die also. Und jetzt kommen wir auch hier rein. Was ist das jetzt? Kreide. So. Kreide war mein Anhaltspunkt für das Geheimnis. Daraus sprung. Gang bis zum Ende folgen. Dann das Stille, wo die Decke sehr niedrig ist. Rechts, rückwärts, raus. Kreide rausbrechen. Wieder zurück nach draußen kriegt man, landet auf der Plattform mit Dämonen. Okay. Unter den schrägen Überhang kriechen. Im Gang folgen und am Ende die. Unter den schrägen Überhang. Wir müssen auch sehen, ob ich das hinkriege. Oh. Ach, hier lang. Okay. Oh. Dann nimm.
Also wisst ihr was? Das ist jetzt nicht dein Ernst. Du nimm doch endlich mal den Scheiß. Ihr Frauen wollt doch immer Blumen haben. Ihr sollst du eine nehmen, machst du nicht. Clara. Manchmal machst du Sachen, wie gesagt, dir ja einfach nicht gefallen. So. Ging es hier irgendwo noch weiter? Das sieht so komisch aus. Jetzt müssen wir gucken, wo ich den zweiten Geheimnis. Pentagramm. Was denn nun? Nein! Oh, habt ihr Angst vor dem Feuer? So, wo jetzt hin? Nein! Sag, was machst denn du? Mensch, du sollst hier gucken, Mann! Da oben sind wir durchgekrochen. Moment mal kurz. So, da ist er wieder. So, ne. Ach, diese Ansicht. Leute, ich könnte wahnsinnig werden. Was ist hier oben eigentlich? Kommen wir hier hoch irgendwie? Nö. So, wir speichern mal hier. Und gehen jetzt versuchen mal darüber zu gehen. Oh, wo sind wir hier? Halt dich doch mal fest. Guck mal hier. So, warte mal. Silber Münze, Windmühle. Pentagramm. Unter dem Eingang zu landen. Hochklettern und Gang laufen. Nach links wenden. Loch überqueren. Dann an der Seite nach draußen begeben. Und stehen bleiben. Ja, wir sollen hier ja, das Loch überqueren, nicht reinspringen. Aber wenigstens sind keine Stacheln hier unten. Oh. Und wieder alles falsch gemacht. So, wartet.
Was haben wir denn da jetzt schon wieder gemacht? Lara, hier regnet der Regen wieder nach oben. Wir sollen also hier runterrutschen jetzt. Wer kommt dazu hier als erster Besucher in den 700 Jahren meines Exils in diesem Gefängnis? 700 Jahre? Ganz allein in einer Scheune? Na, die Zeit muss ja wie im Fluge vergangen sein. Ruhe, du ignoranter Heretiker, oder du verlierst deinen Kopf. Oh. Lass ihn in Ruhe. Das Kindchen hat Mumm. Aber was heißt das schon? Diese ganze Insel ist übersät von den Knochen der heiligen Männer, die mutig hierher gekommen sind, um mich daran zu hindern, mein rechtmäßiges Erbe anzutreten. Und dieses Erbe, vermute ich, erklärt auch irgendwie, wieso du hier rumläufst und atmest, wo du doch längst tot sein solltest. Dieses Erbe ist das ewige Leben, aufgezeichnet in einer uralten Schriftrolle versteckt, von diesem Langweiler, von einem Abt und seinen Komplizen. Eine Schriftrolle, deren Magie helles Dämonenblut durch meine Adern jagt. Ich bin kein Mensch mehr. Ich stehe mit einem Bein auf der Erde und mit dem anderen über dem endlos tiefen Schlund der Hölle. Warum bleibst du dann auf dieser Insel? Wolltest du hier nur Urlaub machen oder hast du dich gleich in die Landschaft verliebt? Halte deine Lächter zu dem Zaun oder ich reiße sie dir raus! Die Beulenpest möge diese Insel und ihre Bewohner heimsuchen, denn sie und ihr packenverseuchter Abt haben mich eine Ewigkeit in diesem Kerker eingesperrt! Ich, Wladimir Kalita, der im ersten Kreml gebetet hat, der an den Ufern der Neva unter Nevskis Kommando die Schweden massakriert hat, eingesperrt in einem Gefängnis aus fließendem... Du sitzt hier in der Falle wegen fließendem Wasser? Dämonen können kein fließendes Wasser überqueren. Genau. Der letzte Trick des Abtes, bevor ich verwandelt wurde. Und du, Mädchen, wirst einen Weg finden, diesen Strom zum Versiegen zu bringen. Oder der heilige Mann hier wird aufgeschlitzt und ausgeweidet wie Schlachtvieh. So. Ach, Lara, Lara. Jetzt müssen wir erstmal gucken. Nach links wenden. Der Wassermeier, Wassermeier und die Scheune. Scheune ist das hier. Wassermühle. Ja, nee, ich mach das mal, weil ein Geheimnis wartet gerade auf uns. Also, wo ist jetzt Wassermühle? Das Ding hier. Links von der Scheune, da laufen das Strom. Nach rechts hinten und den Strom. Zur Windmühle folgen. Links von da ist ein laufender Strom. Über den Strom springen. Nee, warte mal.
Nach links wenden. Nach links wenden. Zwischen die Wassermühle und die Scheune. Links von der Scheune ist ein laufender Strom. Nach rechts wenden. Über den Strom springen, hä? Was denn oben? Nee. Vorwärts um in die linke Ecke, im Spalt links kriechen. Guck mal. Nach links wenden zwischen die Wassermühle und die. In der Dämmerung verschwand. Ja, ich hatte hier. Ich hatte das nicht. Scheiße. Links von der Scheune ist ein laufender Strom. Ja. Nach rechts wenden. Über den Strom springen. Dem Tunnel zur Windmühle folgen. Nach rechts wenden. Windmühle. Tunnel zu einer Windmühle folgen. Über den Strom springen. Natürlich springen wir immer rein. Können wir runterkriegen? Nö. Wir wollen ja das Geheimnis haben. Aber spring doch mal richtig! Ja bitte, geht doch! Was ist hier noch? Keine Ahnung, nix. Das ist ja Horror pur. Was in die linke Ecke laufen. Linke Ecke laufen. Bald links kriegen. Bald links? Nimm's doch endlich mal, Mädel. Ach so. Ist da hinten Wasser? Weiß grad gar nicht. Und durch den
Genau wie ich es mir gedacht habe. Kommen wir hier wieder raus? Das war's mir wert. Geheimnis Nummer 26. Drei Rosen, zwei von drei Rosen. So. Nee, warte, bitte. Achso, hier. Wir haben genug, wir können eh keine mitnehmen. So, speichern. So. Bist du hier raus? Ja. Ich würde gerade sagen. Silberne Münze. So. Das dritte Geheimnis. Wir haben dann halt die Hände, wir zurück zur Scheune. In den Gang laufen, über den Strom springen, um zur Scheune zurückzukommen. Von der linken Seite der Scheune laufen und in den nun beruhigten Strom springen. Im Gang tauchen, der erste Abzweigung nach links. Okay. Wir haben noch eine zweite Möglichkeit, das Geheimnis zu bekommen. Das zweite. Aber die brauchen wir ja jetzt nicht mehr. Wir sind ja vertraut, als würde ich durchs Feuer gelaufen. So, jetzt gucken wir erstmal hier, was ist hier los? So. Wir speichern natürlich erstmal. Das Wasser hier. Ist hier irgendwas damit? Aha. Guck mal. Aber das bringt uns gerade nicht weiter, da ist nämlich dicht. Kommen wir nicht runter. Ist hier irgendwas hinter uns, ein Taucher oder sowas? Das hört sich irgendwie verdächtig dann rein. Wo sind wir wieder vorne? Kommen wir darüber. Spring ist zu weit. Hier rüben oder drüber auch nirgendwo. Was war hier? Ich hab doch schon wieder diese Gestalten gehört, die kleinen. Diese dämlichen kleinen Dreckviecher, die Lara beworfen haben. Ich müsste doch dort unten irgendwie. Hä? Unten in den Gang rein, damit ich hier in das. Warte. Dann sehen wir uns. Was? Springen und nach rechts klettern. Auch ins nächste Wasserloch springen und zur anderen Seite schwimmen, hinausklettern, ins Freie laufen. Man kann sich die Krit auch für später aufheben, wenn das Feuer aus ist. Nö. Silbermünze? Die Münze ansehen.
Dabei vor allem auf den kranken Detail achten. Warum um die Mühle kommen wir zu einer Gegend? Allerdings wird dieses mal erklären. Links also. Waren wir unten schon? Nö. Das Ding macht hier unten so einen Krach. Die Münze haben wir. Die wir einsammeln sollten. Wallahi, so einfach. So, Silbermünze. Was mache ich jetzt damit? Also bekommen die Kreatur. Ja. Münze hat, muss man fliehen. Das ist ja gemein. Und wie bringt uns das jetzt weiter? So. Nee, okay, ich will nicht so viel reingucken, Mensch. Verdammt nochmal. Mir geht's doch bloß dann um das Geheimnis, um das allerletzte. Das weiß ich ja. Wo es ist, wir müssen da ein bisschen hinkommen. Haben diese Kleinen sich also das Monster dort geholt, was Lara gefangen hat? Lara? Du hast das Monster zwar nicht selbst getötet, aber du hast dafür gesorgt, dass es getötet und gefressen wird. Hm. Besser das Monster als du. In der Mühle. Ich würde sagen, wir machen für heute erstmal Feierabend. Machen wir direkt an der Stelle weiter. In der nächsten Folge. Und damit hoffe ich, das Ganze hat euch ein bisschen gefallen. Dankeschön fürs Zusehen. Und tschüss.